Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Python. Ja, was wir dieses Mal machen, wir werden zum allerersten Mal tatsächlich uns ein Skript schreiben und das erst danach ausführen. Das heißt, wiederverwendbarer Code, was ja auch im Endeffekt unser Ziel ist. Dazu brauchen wir im Prinzip nicht arg viel mehr als bisher, nur einen Ordner, den ihr hier sehen könnt. Und ja, wir befinden uns aktuell unter Windows. Ich glaube, unter Linux, kriegt ihr das selber hin. Das funktioniert nämlich genau gleich. Nur dass man die Pfade ein bisschen anders eingeben muss. Bei Windows sieht man hier diese Backslashes. Bei Linux sind sie halt normale Slashes, aber ich glaube, das wisst ihr selber, wenn ihr mit Linux arbeitet. Ich werde es euch unter Windows zeigen und ja, nicht so allzu schwer. Gut, also wird es wahrscheinlich ein relativ kurzes Tutorial. Wir erstellen uns einfach eine neue Datei. In diesem Fall, ja, irgendeine Datei. Ihr könnt nehmen, was ihr wollt. Wir brauchen hinten eh eine andere Endung, deswegen einfach mal alles markieren und keine Ahnung, first try. Einfach mal reinschreiben, Punkt, so, und jetzt kommt Punkt PY, sind Python-Dateien, wer hätte es gedacht. Dann kommt diese Fehlermeldung, dass die Datei eventuell unbrauchbar werden könnte, aber das interessiert uns ja nicht, wir wissen ja, was wir tun. So, und ich habe jetzt hier schon einen Editor ausgewählt, mit dem ich es öffnen möchte. Ihr macht einfach Rechtsklick und dann Edit with Notepad++ oder ihr zieht es in Notepad++ rein oder sonst irgendwas. Und ja, das liegt jetzt hier dran, dass ich in diese Datei, beziehungsweise ich habe hier schon eine Auto-Datei draus erstellt, das brauchen wir alles nicht. Im Prinzip sollte hier eine leere Datei einfach stehen. Ihr könnt auch direkt mit Notepad einfach eine Datei erstellen, die ihr haben wollt. Und ja, ich glaube, ihr seht es gar nicht ganz. Lasst mich das kurz anpassen. So, gut. Und ja, jetzt packen wir hier einfach mal ein Print und sagen wir mal, also wir kennen den Befehl ja schon, einfach print, Klammer auf und dann diese Anführungszeichen dafür, dass wir einen String reingeben wollen, sagen wir hier einfach mal Hello World, denn das tut man ja, Wörlet, okay, das tut man ja meistens, wenn man sowas macht. So, und jetzt brauchen wir eine Kommandozeile. Ich habe hier schon mal eine für euch vorgestellt und habe es auch schon mal ausprobiert, weil der Dings hier oben, der Pfad nicht funktionieren wollte bei mir. Und zwar gebt ihr einfach ein Python und wenn ihr jetzt nicht Enter drückt, dann kommt ihr auch nicht in diesen Interpreter, den wir bisher immer benutzt haben, sondern ihr geht einfach wieder auf diesen Ordner, wenn ihr zuvor seid, euch diesen Pfad zu merken, klickt oben auf diese Leiste drauf, dann könnt ihr Steuerung C machen. Schon seid ihr dabei, einfach Rechtsklick drauf, einfügen und schon habt ihr den Pfad dazu, dann ein Backslash und dann den Namen eurer Datei. Ihr könnt natürlich auch hinnavigieren, wenn ihr das wollt, aber ich finde es so immer ein bisschen einfacher, wenn man da flexibler ist. Gut, in unserem Fall heißt das Ding First Try. Wenn ihr Tab drückt, könnt ihr das ganze Ding automatisch beenden, wenn ihr nicht allzu viele Dateien in dem Ordner habt. Und schaut drauf, dass halt auch die richtige Datei ausgewählt ist. Auch die Endung muss natürlich stimmen. Und ja, dann einfach Enter drücken und schon wird Hello World ausgegeben. Und wir haben unser erstes richtiges Programm ausgeführt, beziehungsweise eigentlich ein Skript ausgeführt. Und das war's eigentlich auch schon für dieses Video. Mehr wollte ich euch gar nicht zeigen. Nächstes Mal kann ich euch dann die ganzen Schleifen und so weiter alle näher bringen. Und ja, dieses Mal leichte Kost. Ich hoffe, es hat euch wieder mal gefallen. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.